Okay. Oh nee, nicht das Hackerteil. Ich muss nur ein bisschen kurz aufräumen. So. So, Mechaniker, sollen wir mein Auto bitte bringen? Also mein anderes Auto, das soll mir nicht mehr zerstören, mir egal. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Nee, nee, Chef, wieder mal zu spät. Yvonne, siehst du, und das sind Chefs, die kommen immer zu spät. Also Hackergerät willst du noch nicht machen, ja? Können wir machen. Nee. Oder soll ich erstmal was anderes machen? Ich würde erstmal nach und nach alles nach und nach machen. Ich weiß nicht, wie es aussieht dann. So, Die Glas tut's auch, ne? Weil das mit dem Hacker hat Yvonne allein ist drin gewesen. Komplett alles ingenietet. Okay. Gibt der Frau also keine Waffe in der Hand, die nietet alles um. Das ist mein Job. Die Frau nietet alles um, okay. Die wird zum weiblichen Rambo, pass auf. Ist ja gerade der Richtige, der hinten hier. Ja, Hackergerät. Wenn es das gleiche ist, ne? Na, die nimmt ja wieder mein Spielzeug. Kannst du ruhig. Dann steige ich in den Sportwagen ein. Ja, wir sind ja schon drin. Der Sportwagen ist übrigens besetzt. Der Beifahrer besetzt? Ich glaube, da ist jemand schon drin, ja. Ich weiß nicht, wer jetzt mal mit eingestiegen. Okay. Markus ist schon mit drin. Du kannst ruhig drin sitzen bleiben, alles gut. Ich dachte, wir kommen ein bisschen unauffällig zum Startpunkt. Ich fahre mit denen, da kann man schießen bei. Egal. Unauffällig und ich fliege da einfach mal über die Map, ne? Ja, ich komme hier mit dem Supersportwagen, mit dem Hypercar ran. Was habe ich da überhaupt an, ey? Du hast die Raketen an. Das nennt man auch das Noob-Bike, von vielen Spielern gehasst. Ja, das war die schlechteste Erfindung, die sie hier reingebracht haben. Das Bike habe ich zwar nicht gewollt, aber egal. Damals, bevor das rauskam, haben sie sich schon beschwert in den Foren, die sollen doch hier das mit den Panzern und so aufhören, und was machen sie stattdessen? Das Bike reinhauen. Noch schlimmer machen. Ich hab den kleinen Charlie, habe ich auch. Keine Frage, was passiert ist, ja? Was passiert? Ich trottel, bin runtergeschwommen. Oh nee, wir müssen in die scheiß Surferfarm rein. Ja, wir sind jetzt hier. Dürfen die erschießen? Ja. Ich bin schon unterwegs. Wann war das bescheuert? Ich würde das Ding landen und ich fliege runter. Oh, ich habe noch bei einer Waffe Brandmunition drauf. Sind die tot? Ja, ne? Gut, da können wir ja reingehen. Warte, ich guck mal eben kurz hier durch. Das brennt alles, aber ich guck hier erstmal durch. Der ist das, hier wo ich gerade bin. Der ist das. Ich hab meinen schon.
So, ich habe auch ein Auto. So. Ich komme wieder. Ich komme wieder unauffällig dahin. Ich habe ein unauffälliges FBI-K. In Bonn? Ja. Musst du noch das holen oder was? Hab ich schon. Okay. FBI-Gebäude. Der Fall. Dein Gerät weiß schon, mit dem richtigen Wagen hin. Da werden sinnvoll, wenn wir gleich mit dem Viersitzer flüchten, ne? Leute. Ein FBI-Auto. Das kann man sich, glaube ich, auch durch so einen Klitsch rüberholen. Ich weiß nur nicht, wie der geht. Aber die Polizeiuniform, die habe ich auch irgendwo noch. Nee, mir gefällt gerade das FBI-Auto. Wir sind da. Warum steigst du aus? Hey, Kollege. Pack die Waffen weg, bevor ihr reinkommt, ne? Ja. Und dies würde ich rennen. Das hab ich gelernt. Könnt ihr nicht ganz gelaufen? Auto steht vor der Tür. Das Gerät schon oder was? Ach so, war der falsche Aufzug. Auf dem Markus hat schon gefunden, sehr gut. Gibt euch wieder den Aufzug. Büro für Yvonne, so in dem Outfit. Ja, ich hätte letztens aus uns nicht rennen. Das war clever. Ey, sag doch nicht rennen. Das ist mir letztens auch passiert. Alles Auto. Da fehlt da nicht noch jemand? Nee. Markus, das mit dem eigenen Auto. Ich fahr schon. Scheiße. Alles klar. Jetzt bin ich tot. Ich hab alle drei drin. Ja, wir sind unterwegs. Wir gehen jetzt auf Tauchstation. Hier in der Nähe. Das will ich gar nicht wissen. Boah, die NPCs sind so zum Kotzen. Mensch, nee. Verpiss dich! Verpiss dich! Meine Fresse, ey! Ja, ich kenn das. Die gucken mich doch noch blöd an oder stehen mir noch blöd im Weg. So, hier unten haben wir erstmal unsere Ruhe. Ja, ja. Da verdrücke ich mich immer. Ich bin wieder in die Kanalisation gefahren. Ja, wir sind auch in irgendeinem Tunnel rein. Also mal Tunnel rein. Tunnel. Da bin ich auch schon unter der Kanalisation und durch die U-Bahn gefahren, wenn ich Leuten abbauen musste.
Okay, jetzt können wir zur Spielhalle. Wer hat das Hackergerät von euch? Markus hat ich. Das. Okay. Ups. Alter. Warum ein Offroad-Buggy auf Sand so rutscht? Ja, gut. Es geht ja logisch. Ach, da wird ja kein Reifen dran. Na, wir hätten rechts der Reifen. Bist du durch? Geh nur auf die Felge. Wir haben keine schussfesten Reifen drauf. Die werden verlegen. Ja. Ja, der mit Maudin weg. Ja, da kommt er schon. Oh. Ich sehe vor mir ein Auto. Was mache ich? Ich fahre drauf zu. Das ist die beste Idee. Ja, ja. Und dann noch. Ich bleib dann stehen. Anstatt zurückzufahren. Das Auto fährt ein Stück zurück. Oh ne, ich setze mich da direkt nochmal davor. Sehr gut. Mission abgeschlossen. Nee, das. Ja, sehr gut.